Hallo Leute, ich bin's, die Lu, und ich habe heute mal wieder was Vergriffenes für euch. Heute gehen wir mal ganz intensiv rein, sage ich euch. Und zwar habe ich für euch den Darkness 6 Jahre alt Peatside. Das ist ein Blended Malt von Atom Spirits Brands. Steht hier drauf? Genau, Atom heißt die, heißt der Abfüller, unabhängiger Abfüller, genau. Darkness ist eine Reihe, in der wird ganz viel mit sehr kleinen Fässern experimentiert, also mit Oktavfässern oder mit teilweise noch kleineren Fässern. Bringt entsprechend sehr, sehr intensive Whiskys hervor. Der, den ich jetzt hier habe, ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, krass dunkel, ist schon eine Weile alt. 83 Flaschen gab es davon, Limited Edition. Der hier ist jetzt, wie gesagt, Blended Malt, 6 Jahre alt und wurde gefinished in einem speziell geküften 50 Liter Moskatel-Fass. Ja, also ein Oktav hat so 80 Liter in etwa. Und 50 Liter, das ist noch weniger. Das sind winzig kleine Fässer, die eine entsprechend intensive Reifung einfach erzeugen. Er wurde hier mindestens 3 Monate drin gelagert und hat 60,2 Volumenprozent. Das ist ein First Fill Sherry Cask gewesen. Das wurde speziell wieder aufgebaut mit einem Zehntel der Größe. Vorher waren es 500 Liter und jetzt haben die das auf ein 50 Liter Fass gebracht. Genau. Und entsprechend haben sie den Geschmack extrem intensiviert. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Es gibt auf jeden Fall von Darkness ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt welche aus der Space Side. Es gibt welche, die sind 8, die sind 12, die sind 10 Jahre alt. Guckt euch die Reihe auf jeden Fall mal an. Ist sehr experimentell und sehr intensiv. Also für alle Freunde des leichten Geschmacks, ihr könnt jetzt ausschalten. Nein, guckt auf jeden Fall weiter. also... Hier Triggerwarnung, sehr intensiver Whisky. Genau, habe ich 2019, 20, 18, irgendwie sowas, habe ich den auf einer Messe mitgenommen. Ist, wie gesagt, sehr intensiver Whisky. Fand ich damals mega, mega krass. Habe den so stilisiert in meinem Kopf zu was unglaublich Tollem. Habe ihn dann jetzt letztens irgendwann mal geöffnet und fand ihn ein bisschen too much an einigen Stellen, muss ich gestehen. Bin gespannt, wie ich ihn heute finde. Also das ist wirklich nichts für schwache Nerven, das Ding. Peatside, das heißt, es ist auf jeden Fall was Rauchiges mit dabei. Wir haben viel Rauch, wir haben bösen Rauch, das kann ich euch versprechen. Und wir haben viel, sehr, sehr intensive Sherry-Noten. Ja, das geht auch direkt los. Am Anfang hatte ich keinen Rauch in der Nase, da hatte ich was sehr Dunkles, Rotweiniges, fast wie so eine, aber auch sehr herzhaft. Also so süß, dass es schon fast herzhaft ist, wie so eine mit Rotwein angereicherte Bratensoße oder so. Und dann kommen schon so die ersten Bisse hinten raus. Dann fängt der schon an, so durchzuzwicken und es zwickt richtig in der Nase. Und das ist so dieser Rauch, den ich meine, dieser sehr intensive, der dann da durchkommt. Es hat fast so ein bisschen was von Karamell, aber im Sinne von richtig angebrannter Zucker. Also versucht mal selber gebrannte Mandeln zu machen. Und wenn ihr dann mal 2 Sekunden nicht aufpasst, ist alles schwarz, alles verbrannt, alles. Und so holen wir den Paris her. Ja, also wenn ihr Zucker verbrennt und der Zucker dann so herb, bitter, bissig, rauchig wird, das ist hier drin. Aber ist irgendwie geil. Fragt mich nicht, warum ich das toll finde. Ich weiß es nicht. Aber finde ich gut. Manchmal kommt noch so eine leichte Schokoladenote durch. So dunkle Schokolade, maximal bis ins Vollmilchgehende.
oder so ein, ja, so an so einem Sherry riechen, aber so ein frisch eingegossener, also nicht dieser, wieder nicht dieser Sherry-Kellergeruch, dieser schön modrige von dem Fass, der so angenehm ist, sondern wirklich ein, fast wie so ein Creme-Likör, wie so ein dicker schwarzer Likör. So stelle ich mir fast vor, wenn dieser Farbstoff, den man benutzt, wenn der einen Geschmack oder einen Geruch hätte, dieser schwarze Farbstoff, E150, glaube ich, dann wäre das das. Ja, aber ich kann euch auch gar nicht sagen, ob der gefärbt ist. Es steht nicht drauf. Nee, steht tatsächlich nicht drauf. Kann also gut sein, weil sonst schreiben die das ja immer unbedingt drauf. Kann also sein, dass der ein bisschen nachgefärbt ist. Was ich schade fände, weil das hat der, glaube ich, nicht nötig. Aber wenn man halt eine Reihe Darkness nennt und dann irgend so ein Blend, der geschmacklich da super reinpasst, halt ein bisschen hell rauskommt, kann es schon sein, dass man da ein bisschen nachfärbt. Das kann ich. Als Marketing-Mensch kann ich das verstehen. Ich finde übrigens das Etikett total schön. Das hat mich damals dazu bewegt, den Whisky überhaupt zu probieren. Das ist schwarz und sehr verschnörkelt gemacht, hat so ein bisschen was von Steampunk-viktorianischem Design, finde ich, und hat dann so diese Gold-Applikationen damit dran. Finde ich sehr, sehr schön. Slunch. Der ist einfach. Der verschlingt dich mit Haut und Haar. Das ist wirklich. Am Anfang hatte ich ganz kurz diesen sehr angenehmen Keller-Sherry. Dieses modrige Fass. Total toll. Also wenn ihr mal bei einer Destillerie die Chance habt, ein Warehouse-Tasting zu machen, macht es unbedingt. Dieses Gefühl, dieser Geschmack bringt dieses Gefühl rüber. Einfach dort zwischen diesen Fässern zu stehen, dieses kühle, die kühle Luft, diese leichte Feuchtigkeit. Und dann trinkt er dort so einen Whisky zwischen diesen lagernden Fässern, diese Stille dazu. Es ist ein sehr erhebendes Gefühl, fand ich sehr, sehr toll. Und dieser Geschmack, den ich jetzt am Anfang hatte, der drückt dieses Gefühl aus. Und dann kam da auch so eine ganz leichte Note Schokolade, so ein bisschen eingelegte Rosinen oder Pflaumen, vielleicht sogar so ein bisschen Trockenobstfeigen, so diese sehr süßen, intensiven Geschmäcker. Und der Rauch war sehr angenehm jetzt im ersten Schluck. Also letztens habe ich den mal getrunken, da war ich wahrscheinlich einfach emotional nicht bereit für diesen Whisky. Da war mir das definitiv too much. Da war das wie so ein Schwefel-Slap in dein Gesicht, einfach wirklich so voll die Ohrfeige. Und jetzt fand ich den sehr angenehm. Der war schweflig, der Rauch, der hatte aber auch was von so einem schwelenden Lagerfeuer, so von dieser Glut, die dann so, ne, ihr macht ein Lagerfeuer und dann lasst ihr das runterbrennen und diese Glut, die pulsiert dann so. Und ich bin heute sehr metaphorisch aufgelegt, wie ihr merkt. Der wird jetzt dezenter im Geruch. Wahrscheinlich, weil er sich mir schon mal vorgestellt hat. Er ist so, vom Typ her ist der so ein Whisky, da kommt in den Raum und sagt erstmal, hier bin ich, hier ist mein Name. Und dann schüttelt er dir ganz dezent die Hand. Hinten raus wird der Rauch so richtig schön schweflig, phenolig. Nicht so extrem bissig wie bei einem Laphroaig oder bei einem Ardenhoe. Dem einen Ardenhoe, den es gibt, gebe ich zu. Ein bisschen süßer, ein bisschen leichter. Aber er hat dieses Aschige und dieses bittrig-medizinische hat er auf jeden Fall, ganz dezent. Und ansonsten knistert der so richtig schön auf der Zunge. Ich weiß auch nicht, was das ist. So. Und also ich finde, diese pulsierende Glut beschreibt es wirklich richtig gut. Und dann schwebt er so vor sich hin zwischendrin. Und
hüllt dich so ein bisschen ein mit seinen ganzen intensiven Aromen und dann kommt immer mal so der Sherry, die Schokolade, dann kommt ganz kurz die Pflaume, dann kommt sehr intensiv, finde ich, woran erinnert mich das? Ich habe letztens an einem Rum-Tasting teilgenommen. Ich war sehr fasziniert davon, wie komplex Rum ist. Also dagegen ist Whisky einfach, fand ich persönlich, weil man dort nochmal so viel machen kann mit Ether und dies und das und jenem. Es gibt einfach sehr viel Faktoren, die dort nochmal mehr Einfluss auf das Endprodukt am Ende geben. Und da haben wir einen Whisky probiert, der war... Das hatte gefühlt nichts mehr mit Rum zu tun. Das war irgendwie was... Ich kann es nicht beschreiben. Es war unangenehm, aber auf eine sehr faszinierende Art und Weise. Da war sehr, sehr viel von diesem Äther drin. Und das kann man so ein bisschen vergleichen mit, wenn ihr mal Schokolade probiert habt und dann so eine 100% Kakao-Schokolade. Das schmeckt, also du merkst, es ist Schokolade, es ist die Urform von Schokolade, aber es hat nichts mit Schokolade zu tun, die du so kennst aus dem Alltag. Und so fühlte sich dieser Rum an und so fühlt sich teilweise auch dieser Whisky an, in ganz abgespeckter Form. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr sphärisch, was ich hier erzähle, aber er ist... Diese Intensität ist unglaublich, die dieser Whisky mitbringt. Ich glaube, ich habe selten einen derart intensiven Whisky getrunken. Kann ich verstehen, wenn man das in so einem winzig kleinen Fass lagert. Und dann auch noch mit 60% ist ja eine sehr, sehr hohe Trinkstärke. Der hat also ordentlich Bums. Seid darauf gefasst, wenn ihr ein Darkness probiert, dass der durchaus sehr intensiv sein könnte. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Der war damals gar nicht so teuer und ich finde, man merkt ihm auch nicht an, dass er ein Blend ist. Gar nicht. Ich vermute, dass man hier den Peated Whisky mit etwas leichterem in diesem Moscatel 50 Liter Fässchen gefinisht hat, zusammen verheiratet hat. Also hier steht, wie gesagt, 3 Monate in einem Sherry-Fass gelegen und dann nochmal finished in diesem Moscatel-Fass. Sehr, sehr intensiv. Sehr, sehr toll. Heute bin ich ein bisschen besser ihm gegenüber aufgelegt. Aber wie gesagt, er ist nicht zu schwache Nerven. Er ist nichts für jeden Tag, auf gar keinen Fall. Man sollte sich darauf vorbereiten emotional. Er ist, glaube ich, auch nicht mehr zu haben. Vielleicht noch irgendwo auf eBay oder wenn der Händler eures Vertrauens den zufällig noch im Regal hat. Aber wie gesagt, Darkness gibt es sehr, sehr viele verschiedene aktuelle Whiskys auch. Die waren preislich auch jetzt nicht so utopisch. Ich habe nichts Genaues im Kopf. Aber kann ich jedem Freund des intensiven Geschmäcklers nur empfehlen. Probiert den auf jeden Fall aus. Um vielleicht auch einfach mal zu gucken, wo liegt eure Geschmacksgrenze? Wo sagt ihr, das ist mir wirklich too much? Und ich genieße jetzt hier meinen restlichen Schluck. Und auch den Rest aus der Flasche. Sind kleine Flaschen, ist leider nicht immer so viel drin, aber auf jeden Fall ganz, ganz tolles Teil. Ich werde auf jeden Fall noch mindestens einen weiteren Darkness probieren, um einfach auch mal zu schauen, wie da die Bandbreite so ist. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Slange!